Belly the Steak. Dein traumatisierten Vegetariers, Veganers oder sonstigen Pflanzenfreundes ist zurück. Und zwar in Roblox. Hä? Oh, Charlie, wieso guckst du so traurig? Da krieg ich fast schon Mitleid. Und wieso heißt du Karl? Außerdem habe ich noch eine kleine Frage. Weißt du, Karl, vielleicht kannst du es mir erklären. Ich frage mich nämlich die ganze Zeit schon, wieso steht ein verdammter Flammenwerfer neben dir? Au, 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 das kann wehtun. Wir spielen das Spiel heute und ich soll euch nicht mehr mit dem Baseballschläger drohen, damit ihr das Video liked. Heißt aber nicht, dass es besser für euch wird. Like das Video, sonst hast du ein fettes Problem. Und ich wahrscheinlich eine Anzeige. Soweit müssen wir es doch wirklich nicht kommen lassen, oder? Also sei doch mal cool. Ehrlich gesagt, ist mir egal, ich kaufe gleich den Flammenwerfer. Ich möchte sehen, was passiert. Kaufen! Ka-ching! What is the most attractive language a man can speak? Money. Burn Tool. Mein Flammenwerfer ist weg. Beste 85 Roblox meines Lebens. Ich kann Charlie in die Hand nehmen. Du machst ganz komische Geräusche. Meine erste Mission ist, sperren Sie Charles in den Vorbereitungsraum. Ist das hier der Vorbereitungsraum? Oh mein Gott. Bro, was zur Hölle geht dir vor sich? Wieso ist da ein Kerker? Egal, wir finden erstmal den Vorbereitungsraum. Gut, dass die Räume alle beschriftet sind. Da ist der! Charlie, guck mich nicht so an! Ich soll dich wahrscheinlich hier drauf Oh mein Gott, geht das nicht ein bisschen zu weit? Bro, das ist wie eine Folterbank. Und was haben wir hier? Charles Verderben. Ja, wieso habe ich Kacke in der Hand und wieso liegt da eine Pistole auf dem Boden? Egal, Fragen über Fragen. Als nächstes müssen wir Charles würzen. Hier ist Pfeffer. Charlie, ich mache ein sehr gutes Steak aus dir. Er weint. Salz haben wir auch noch. Packen wir natürlich auch drauf. Bro, mir gefallen deine Geräusche ganz und gar nicht. Ganz und Paprika. Das wird lecker. Ey, warte mal ganz kurz. Geh drauf. Fertig. Ich hoffe, dir geht's gut. Du siehst auf jeden Fall nicht gut aus. Und bitte, hör auf, mich anzugucken. Als nächstes, nimm die Lebensmittel und packe sie in den Mixer. Oh, warte mal. Ey, gut, dass wir mal so eine weiße Umrandung bekommen. Ja, was zur Hölle? Wieso liegt da der RPG rum? Wo sind die Lebensmittel, die ich in den Mixer tun soll? Im anderen Raum? Ist das kompliziert? Kuchen, ne? Welcher Mensch tut Kuchen in den Mixer rein? Das ist krank! Okay, ich urteile aber nicht. Als nächstes nehmen wir ein Taco. Natürlich. Was auch sonst? Was haben wir noch so? Ein Truthahnbein. Ich weiß nicht, was ich mixe, aber es wird ekelhaft. Fast so ekelhaft, wie die Leute, die das Video nicht geliked haben. Aber nur fast. Truthahnbein? Ab herein damit. Die nächste kranke Zutat ist ein Stück Pizza und Fleisch. Ich weiß halt echt nicht, was ich hier mache. Aber hey, rein damit. Oh, ich kann die Musik stumm schalten. Ruhe. Und eine stinkende Banane. Das ist viel besser. Als nächstes tun wir einen Apfel, weil irgendwas Gesundes muss ja auch rein. Und eine Banane. So, jetzt haben wir alles im Mixer und wir sollten den Mixer starten. Wieso wird das grün? Nimm eine Schüssel und füll die Marinadenmischung hinzu. Warte mal, soll das eine Marinadenmischung sein? Okay, das ist ganz komisch. Wo ist die Schüssel? Die Schüssel ist natürlich im Kochraum drin. Die haben wir. Und lass uns das alles mal hinzufügen. Das sieht so ekelhaft aus. Wende den Marinadenmix auf Charles an. Charles, wo liegst du denn? Du liegst im Vorbereitungsraum. Weil wir bereiten dich gerade vor. Let's go. Und? Ist das ekelhaft? Ist das ekelhaft? Was sollen wir tun? Charles freischalten. Da ist Charles. Stelle Charles in den Gefrierschrank im Gefrierschrankraum. Charles, es tut mir... Bro, das sieht gar nicht gut aus. Wisst ihr, das Spiel heißt Charles Rache. Von daher wird das wahrscheinlich eine ganz schlechte Wendung bekommen. Gefrierschrankraum. Okay, kostenlos. Abzeichen. Wo soll ich es denn hin tun? In den Gefrierschrank. Ist das hier der Gefrierschrank? Ja. Karl oder Charles. Du musst nicht weinen, weil da drinnen höre ich dich nicht mehr. Ich hab die Ohren zu. Warte, bis Charles einfriert. Ach du Kacke, das... Das ist voll krank. Das ist voll krank, dieses Spiel. Aber hey, oh, oh, da... Mein Gott, Charles, es tut mir so leid. Zerbreche Charles Eis mit dem Fleischbrecher. Yo. Geht das nicht zu weit? Was ist das für ein schreckliches Spiel? Wir sollen jetzt auf ihn einhämmern. Oh. Tut mir leid, Charles. Tut mir wirklich leid. Koch Charles auf dem Herd. Wo ist denn der Kochraum? Ehrlich gesagt, Bro, egal was du mir antun willst hier nach, ich verstehe es voll und ganz. Ich hab's verdient. Ich hab's absolut verdient. Okay. Oh, tut mir leid. Aber wer hat hier in die Küche gekackt? Warte drauf, dass Charles verbrannt wird. Ey, ich will mein Steak aber nicht verbrannt haben. Ich will's medium rare. Nimm Charles vom Herd.
Okay, Charles, du siehst jetzt aus wie ich. Stellen Sie Charles in die Falle. Warte mal, ist die Falle der erste Raum, wo wir am Anfang drin waren? Wahrscheinlich, aber hier gibt es keine weißen Umrisse. Ich probier's ein... Wieso tun wir Charles das an? Bro, das hast du nicht verdient. Verlasse den Keller durch die Tür im Obergeschoss. Was? Bro, wir sind im Keller? Was für eine Art Folterkeller habe ich? Die nächste Nacht. Die nächste... Finde Charles im Keller. Wieso sind hier Kakerlaken? Was? Was geht hier vor sich? Charles, wieso bist du ausgebrochen? Also ich verstehe, wieso du ausgebrochen bist. Ich wäre auch ausgebrochen. Aber trotzdem, wo könntest du sein? Ich soll dich finden, aber wo? Wo soll ich anfangen? Im Mixerraum? Oh, was ist hier passiert? Charles? Machen Sie Charles die Kakerlaken essen. Was? Ich verstehe diese Art von Deutsch. Ach du Kacke. Charles, nicht nur, dass ich dich koche und danach nicht esse. Ich lasse dich meine Kakerlaken fressen. Ich gehe ganz kacke mit dir um. Tut mir wirklich leid. Außerdem möchte ich kein Steak haben, wo Kakerlaken drin sind. Wie krank ist das denn? Alter, wer bist denn du? Ah, egal. Egal. Weiter geht's. Hey, meine kleinen Kakerlaken, kommt her. Wisst ihr, normalerweise kann man das mit mehreren Spielern spielen. Da geht das auch schneller. Aber ich möchte Charles oder Karl komplett für mich alleine haben, damit ich ihn foltern kann. Nichts weiteres möchte ich. Boom. Oh, oh, okay. Noch eine Kakerlake. Nimmst du die hier? Die sieht sehr, sehr lecker aus. Und wo ist das Flugzeug? Hier! Perfekt! Oh, du bist krank geworden. Stellen Sie Charles in das hervorgehobene Dartboard. Warte mal ganz kurz, jo. Werfen Sie Darts auf Charles? Bro, natürlich ist er sauer auf mich. Sogar ich wäre sauer auf mich. Okay, Charles, tut mir leid. Oh, wir werfen die Darts einfach auf dich drauf, wenn es okay für dich ist. Boom! Wie viele Punkte sind das? Ach, die Darts stecken da gar nicht drin, ne? Schade. Weitere Darts. Oh, hier sind noch 4 Stück. Kann ich von hier aus werfen? Oh nein, schade, schade. Ich wollte mal das Limit meiner Künste austesten. So, Charles. Und genau, zwischen die Augen. Perfekt. Grab planks from upstairs. Bro, wieso ist der Satz jetzt nicht übersetzt? Wollt ihr, dass ich Englisch lerne oder was? Darauf habe ich ja gar keine Lust. Kann ich vielleicht mal sehen, wie das oben aussieht? Das würde mich voll interessieren. Nein, anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Finde Charles im Basement. Charles, hier ist dein Lieblingsessen. Kacke. Wo bist du? Wieso ist der Kühlschrank offen? Das ist voll die Stromverschwendung. Warst du das, Charles? Ich weiß nicht, wo du bist. Ich habe absolut keinen Plan. Wo ist das? Nein. Oh Gott, das ist nur ein Plakat. Und was ein Plakat? Charles? Oh, warte mal, ich sehe dein weißes Icon. Ist Charles vielleicht da irgendwo? Oh, er hat die Wand durchbrochen. Zerstöre Menschen, zerstöre Menschen. Bro, du hast ein Aggressionsproblem, genau wie ich. Greife Charles. Wie soll ich den greifen? Der ist riesengroß. Und hat mich umgenockt. Was tun? Was? Was hat Charles hier für ein Geheimlabor gebaut? Finde Werkzeuge, um dich herum, um die auf Charles zu werfen. Wusste? Oh mein Gott. Okay, du bist gruselig. Neben mir ist zum Glück eine RPG, die ich jetzt für 129 Robux kaufe. Hoffentlich funktioniert sie. Okay, Charles. Das war die größte Geldverschwendung. Du meinst wahrscheinlich, ich soll das TNT nehmen, oder? Metallhammer? Oh, warte. Soll ich das werfen? Okay, 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 Charles. Entspann dich. Das war nur Metallhammer. Mehr war das nicht. Du musst mich nicht gleich in den Gefrierschrank reinstecken oder wo auch immer. Er tut's aber. Oh nein. Finde Werkzeug, um sie auf Charles zu werfen. Was soll ich nehmen? Zerschmetterte Charles-Zähne. Nein, das ist krank. TNT habe ich wieder gefunden. Ich weiß nicht, was das TNT bringt. Glasflasche, das bringt was. Tut mir leid. Das muss wehtun, nicht wahr? Oh, warte mal. Jo, will er mich essen? Charles! Du kannst mich nicht essen! Ich höre immer gut zu... Ich kann hier nicht mal wütend sein, Mann. Okay, oh mein Gott. Ist das ekelhaft? Oh, eine Glasflasche. Nimm das! Sonst noch irgendetwas? Da ist eine zweite Glasflasche. Oh, entkomme! Ich möchte nicht über seinen riesigen Mund rauslaufen. Oh, warte mal, er tut gerade nichts.
Charles, dann kann ich mich mal ganz kurz hier umgucken. Hier steht Rache. Was steht hier noch so? Mixer nur für Menschen. Okay. Menschen müssen sterben, Steaks müssen leben. Starke Aussage. Aber wir Menschen sind theoretisch auch nur riesige Steaks. Ich will es ja nur mal sagen. Heiße Sauce des Untergangs. Charles, du hast völlig einen weg, oder? Aber völlig. Heiße Soße des Untergangs haben... Was steht hier noch so? Tieferer Keller von Charles selbst gemacht. Okay, Charles, ich bin da mal ganz kurz weg, ne? Wie gesagt, ich bin ja nicht böse oder so. Ich gehe... Oh mein Gott, ich kann jetzt hier wirklich rauslaufen. Stimmt, das war der tieferere Keller. Der sah genauso aus wie unser Keller. Aber ich bin erstmal komplett... Oh nein, Charles gekommen, oder? Er hat abgeschlossen, ne? Du hast nicht mal Hände zum Abschließen, das macht doch gar keinen Sinn. Zu tun. Dreh den Mixer um, ohne von Charles erwischt zu werden. Ist das nicht Charles da hinten? Da ist der Mixerraum. Wie soll ich denn nicht von Charles erwischt werden? Ich soll den Mixer umdrehen, warte mal ganz kurz. Ich muss nachdenken, es hat irgendwas mit diesem TNT auf sich, was hier überall rumliegt. Finde ich davon vielleicht noch mehr? Das Spiel erinnert mich halt wirklich an Pus Rache. Ist ja auch fast 1:1 dasselbe. Was ist das hier? Mixer? Den haben wir umgekippt. Der liegt jetzt auf der Seite. Nimm die Soße. Aber die ist ja genau hinter Charles. Warte mal, kann ich da überhaupt hingehen? Ich weiß es nicht. Ich hab... Oh, das funktioniert. Hä? Wieso tut der denn nichts? Ist das ein Bug? Ich weiß es nicht. Die Soße ist drin, ne? Ah! Ah! Und jetzt trinkt der hier? Was? Und ich... Ich habe ihn damit angelockt und gemixt. Charles, geht's dir gut? Oh mein Gott. Das ist kein Blut, das ist nur Soße. Ich komme durch die Tür oben. Okay. Charles, dann komme ich einfach mal durch die Tür oben. Wer bist denn du? Oh. Du erhältst, überlebe das Ende. Aber wird er zurückkommen? Warte mal ganz kurz, ich will mal ganz kurz was checken. Charles Revenge. Okay, bei anderen Leuten bewegt er sich, bei mir hat er mich nicht gejagt. Allerdings ist er wirklich extrem langsam. Das macht dir keinen großen Unterschied, oder? Na, das war's mit Charles Rache. Das Spiel war halt sehr, sehr ähnlich mit Pus Revenge. Falls ihr euch das noch nicht angeguckt habt, holt's nach. Es war ein nices Game, vor allen Dingen die ganzen Möglichkeiten, die man mit Charlie the Steak hatte. Allerdings finde ich es ja okay, wenn Spieleentwickler damit Geld verdienen, aber in jeder Ecke irgendein kleines Item zu verstecken, was Robux kostet, was nicht mehr wirklich funktioniert oder wofür sich offensichtlich nicht viel Mühe gegeben wurde, ist halt leichte Abzocke. Wenn man so durchspielt, cool. Das Spiel hat mehrere Enden. Ich bin super gespannt. Vielleicht gucken wir uns die auch noch an. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich beende hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.